Es sind Abende wie diese, die man in der Pandemie so sehr vermisst hat. Bei aller Liebe, man hat auch irgendwann mal die Videokonferenzen satt, sondern ist einfach ganz froh, wenn man von Angesicht zu Angesicht wieder mit Menschen sich unterhalten und reden kann. Das ist schon eine Menge wert. Also mir hat es wirklich sehr gefehlt. Nach 2,5 Jahren auch endlich wieder Wein meets Tapas in der Weinbank, zu der die Gäste auf Wunsch sogar abgeholt werden, per VIP-Shuttle. Ich habe alte Bekannte endlich wieder getroffen. Ich habe Leute, mit denen ich eh im Austausch bin, wieder getroffen und neue kennengelernt. Also ich glaube, das ist die Idee des Abends. Wir sind ja alles Frankfurter, ja, und ich denke, das ist ein Zusammenkommen. Ja, das sind nette Kollegen, Partner, Freunde, die man hier trifft. Und der Bernd bringt die Leute zusammen, ja, zu einer tollen Atmosphäre. Dabei ist der Organisator diesmal gar nicht selbst vor Ort. Bernd Reisig grüßt aus der Corona-Quarantäne. Es ist schon ein bisschen blöd, auf einer eigenen Feier nicht da zu sein. Aber in diesen verrückten Zeiten ist alles ein bisschen blöd. Doch auch so führen Gäste aus den unterschiedlichsten Branchen gute Gespräche bei geschmackvollen Weinen und leckeren Tapas. Auch wenn der Bernd heute nicht da ist, spricht sie, glaube ich, viel für das, wofür auch Bernd steht. Menschen kommen zusammen, unterhalten sich zwar sehr locker beim guten Essen, bei guten Getränken, aber am Ende geht es ja auch darum, dass Menschen zusammenkommen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle überlegen, wie bringt man die Stadt weiter. Und dann ist da noch er, Alieu Savanet, Fußballer beim FSV Frankfurt und Maler. Die Kunst begleitet mich eigentlich schon seit dem Kindergarten. Und ich liebe es einfach, Gesichter zu malen, und seitdem hat es sich einfach zu so einer Leidenschaft entwickelt und ich kann mir mein Leben eigentlich gar nicht mehr ohne vorstellen. Ich hatte bis jetzt schon sehr viele Fußballer gemalt, schon aus der ersten Bundesliga oder auch international Bekannte, und zu den bekanntesten würde ich jetzt mal sagen gehören Romain Weidenfeller, Prince Boateng oder auch jetzt kürzlich Benjamin Henrichs. An diesem Abend malte er ein Porträt des Frankfurter Musikproduzenten Moses Pelham, das dann für den guten Zweck, die Bernd-Reisig-Stiftung Helfen, Helfen, versteigert wird. Wo sind die 1200? Dann würden wir uns langsam in die Höhe von 1700 bewegen. Das Bild bringt schließlich sogar 2000 Euro ein, ersteigert von Bernd Kaffenberger. Eine tolle Sache, dass der Bernd sich auch um diese sozialen Projekte in der Stadt kümmert. Die Stadt Frankfurt ist ja auch eine Stadt, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Und das ist, glaube ich, auch ein Markenzeichen der Stiftung. So wird auch noch Gutes getan. Am Ende eines geselligen Abends in der Weinbank in Frankfurt.